Frau Ministerin, Studierende sind ja eigenständige Erwachsene und nicht einfach Anhängsel einer elterlichen Bedarfsgemeinschaft. Und wir sehen, dass vor allen Dingen diejenigen momentan ein großes Finanzierungsproblem im Studium haben, deren Eltern zu viel verdienen für die BAföG-Vollförderung und zu wenig verdienen, um den Lebensunterhalt aus eigener Tasche zu finanzieren. Wann kommt denn endlich ein elternunabhängiges BAföG, was allen Studierenden die Möglichkeit zum Studium gibt? Das elternunabhängige BAföG wäre wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und genau an der Stelle lehnen wir es ab. Wir wollen, dass weiterhin die Zuständigkeit der Familie erhalten bleibt. Es würde komplett unser Unterhaltsrecht auf den Prüfstand stellen. Wir müssten im Grunde unsere ganze Struktur, wie unser Sozialsystem angelegt ist, einmal komplett umkrempeln, wenn wir solche Veränderungen vornehmen würden. Wir bleiben dabei, dass die Zuständigkeit für eine Erstausbildung, die Kinder zu unterstützen, wenn die Eltern leistungsfähig sind, erstmal bei den Eltern liegt. Denn nur so können wir sicherstellen, dass wir mit Steuergeld auch sparsam umgehen. Dr. Dietlin Thiemann, CDU-CSU, stellt die nächste Frage. Frau Ministerin, Sie haben, und ich unterstütze das nachhaltig, gesagt, dass Studierende an privaten Berufsakademien ebenfalls gefördert werden sollen. Welche haben Sie da im Auge und warum sind Sie der Auffassung, dass das auch gesetzlich zu regeln ist? Die privaten Berufsakademien haben sich in den letzten Jahren entwickelt und bieten Abschlüsse an, analog zum Bachelor. Und für uns sind das sehr wichtige Studiengänge, weil das sind häufig soziale Studiengänge oder auch technisch duale Studiengänge. Und vor dem Hintergrund, dass sie eben bisher nicht förderfähig waren, weil es private Einrichtungen sind, haben wir uns entschieden, aufgrund der Gleichwertigkeit der Abschlüsse genau die Studierenden an Berufsakademien jetzt auch mit zu unterstützen. Nicole Golke, Die Linke, stellt die nächste Frage. Frau Ministerin, meine Frage geht zur Wohnpauschale. Wir erkennen natürlich an, dass die gesteigert werden soll, erhöht werden soll, aber auch die Wohnpauschale von den jetzt 375 Euro liegt eben immer noch deutlich unterhalb von dem Wert, der sozusagen an durchschnittlichen Kosten für studentischen Wohnraum aufgewendet werden muss, liegt aber auch immer noch deutlich unterhalb der Bemessungsgrenze, zum Beispiel für die Kosten der Unterkunft in SGB II. Meine Frage ist, wie genau sollen Studierende, zum Beispiel in meiner Heimatstadt München, wie sollen die Studierenden in München eine Unterkunft bezahlen? Oder hält es die Bundesregierung für richtig, dass künftig nur noch Studierende aus reicheren Elternhäusern in den großen Hochschulstädten studieren können? Und der zweite Punkt, die Wohnpauschale für diejenigen, die noch zu Hause leben, die wurde erhöht von 52% auf 56% oder soll erhöht werden von 52% auf 56 €. Geht die Bundesregierung davon aus, dass die Mietpreissteigerungen der vergangenen Jahre an den elterlichen Mietwohnungen vorbeigegangen sind und sich in den Jahren 2020 und in den folgenden Jahren nicht fortsetzen werden und dort stagnieren? Oder wie ist diese unterdurchschnittliche Steigerung zu bewerten? Unsere Erhebungen zu den Wohnkosten zeigen, dass wir heute mit den 325 Euro Pauschale schon über den durchschnittlichen Kosten liegen. Und wir haben eins im Fokus, dass man in Deutschland an jeder Hochschule sehr gut studieren kann und eben nicht nur an den Städten, wo Wohnraum im Moment sehr, sehr teuer ist. Und deswegen haben wir uns weiter für eine Pauschale entschieden, damit natürlich auch die Attraktivität gleich verteilt über Deutschland bleibt. Kai Gehring, Bündnis 90 Die Grünen, ist der nächste Fragesteller. Ja, vielen Dank. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz hat jetzt in 13 Jahren CDU-geführter Bundesregierung sehr, sehr viele Nullrunden durchlitten und hält auch jetzt seit vielen Jahren überhaupt nicht mehr Schritt mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten und auch Wohnkosten. Jetzt hat auch das Statistische Bundesamt herausgefunden, dass rund 180.000 Schülerinnen und Studierende zwischen 2014 und 2017 aus dem BAföG-Bezug herausgefallen sind. Jetzt ist für uns ganz wichtig, wenn Sie so eine Novelle auf den Weg bringen, was ist denn eigentlich Ihr Reformanspruch bis 2022? Wie viele zusätzliche BAföG-Geförderte wollen Sie mit dieser BAföG-Reform erreichen? Wir haben Ihnen eine kleine Anfrage gestellt, da haben Sie gesagt, Sie wollen dem Kabinettsbeschluss nicht vorgreifen. Jetzt ist der Kabinettsbeschluss da. Deshalb wüssten wir gerne, wie viele zusätzlichen Geförderten wollen Sie bis 2022 erreichen?
Die Zahl, die Sie da in den Raum stellen mit 180, basiert auf einer Zahl, die daraus resultiert, dass alle mit reingenommen werden, die auch vielleicht nur mal einen Monat oder zwei Monate in einem Jahr gefördert werden. Die Zahl der durchschnittlichen ganzjährig Geförderten liegt wesentlich niedriger, liegt gerade bei über 100.000. Und an dieser Stelle haben wir aufgesetzt und haben gesagt, Trendumkehr bedeutet, dass wir wieder mehr junge Leute fördern wollen. Und wir wollen auch in dieser Legislaturperiode erreichen, dass wir bis zu 100.000 junge Leute auf diesem Wege wieder erreichen können. Also 100.000 mehr. Danke sehr. Dr. Dirk Spaniel, AfD, stellt die nächste Frage. Wo ist er? Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Die stellt bitte, Dr. Ernst-Dieter Rossmann, SPD. Frau Ministerin, das hohe Ziel der Trendumkehr teilen wir sozialdemokratisch voll und ganz. Mit 1 Milliarde geht auch ordentlich ein zusätzliches Aufkommen an Mitteln hinein. Die Erreichbarkeit von mehr Studierenden und Familien hängt ja auch damit zusammen, an welchen Schlüsselstellen man ansetzt. Und können Sie noch mal darstellen, weshalb gerade die Freibeträge dort auch in der Stufung über mehrere Jahre ein besonderes Gewicht mit hineinbringen? Denn das ist eine entscheidende Größe aus unserer Sicht. Und das Zweite, es hat ja merkwürdige Berechnungen gegeben aus den angenommenen Zahlen, wie lange man bräuchte, um die Anträge zu stellen und daraus abgeleitet dann, wie wenig Studierende eigentlich zusätzlich in die Förderung reinkommen könnte. Kann es sein, dass bei dieser kleinen Rechnung auch vergessen worden ist, dass gerade über die elektronische Antragstellung ja auch eine Erleichterung und damit ein geringeres Zeitvolumen mit zugrunde zu legen ist? Oder was halten Sie von solchen Küchenrechnungen auf der Basis von Zeitanspruch für Antragstellung? Ich will vielleicht die zweite Frage zuerst beantworten. Diese Berechnungen sind ja immer Berechnungen, die auf Erfahrungswerten und auf statistischen Annahmen beruhen und deswegen natürlich Ungenauigkeiten haben. Und wenn man bessere Erkenntnisse hat, kann man auch genau da nachbessern. Und das ist getan worden. Und deswegen ist die jetzige Zahl an Stunden wesentlich geringer ausgefallen als bei der letzten BAföG-Reform. Der zweite Punkt. In den letzten Jahren sind viele aus der BAföG-Förderung rausgefallen aufgrund der guten konjunkturellen Lage. Die gute konjunkturelle Lage hat dazu geführt, dass viele Eltern zu zweit arbeiten, dass viele Eltern Lohnsteigerungen hatten, die dazu geführt haben, dass sie aus den Einkommensfreibeträgen rausgefallen sind und deswegen ihre Kinder keinen BAföG mehr bekommen haben. Deswegen setzen wir auch genau da jetzt an. Wir wollen im Grunde sicherstellen, dass die soeben drüber liegen, die in den letzten Jahren rausgefallen sind, jetzt wieder hineinkommen und dadurch genau die gefördert werden, die es aus unserer Sicht am nötigsten haben, weil die natürlich von gestiegenen Wohnkosten und gestiegenen Lebenshaltungskosten am meisten betroffen sind. Danke sehr. Dr. Jens Brandenburg, FDP, stellt die nächste Frage.